Eine schöne, schöne Weihnachtszeit wünsche ich. Der alte Onkel Funk Popunk ist wieder da, der alles in die Länge zieht. Doch dieses Mal werden wir Rache nehmen am Reißausrich. Ja, toll, das wollte ich besser sagen. Ein Strauß, der Reißaus genommen hat. Der Ostrich, der Ausreißerich. Verstimmen. Es klang in meinem Kopf besser. Ich habe mich vorbereitet, wir starten. Bevor ich weiterrede und die Leute schon kopfschüttelnd wieder da sitzen und eigentlich mit der Maus in Richtung Deabonnieren wandern, werden wir doch sicherheitshalber zum schönen, schönen Overdrive Ostrich gehen, wo wir wieder mit der Rakete fliegen dürfen. Oh, ja! Oh, das schöne, schöne Level. Und vor allen Dingen kommen wir, glaube ich, dank dem, was wir entdeckt haben beim letzten Mal, jetzt auch an der einen Stelle ein wenig weiter, nämlich direktamente hier. Und wir hatten noch so eine ähnliche Stelle. So, einmal... Ja, durch Erde bohrt es sich durch das kleine Sägeblatt. Und wie ich annehme, gibt es hier oben, ja, leider nur den Durchgang zum eventuellen Maverick von Sigma, den X-Hunter, der dann in dieser Stage gewesen wäre. Weswegen wir ihm nicht entgegentreten durften beim letzten Mal, wir erinnern uns, die Schmach von Cordoba auf Mega Man übertragen. Kleine Autobots, ein wenig... Das ist ja ein wenig knapp angemutet und wir dürfen Autofahren. Viel Spaß beim Autofahren, Max. Oh Gott, ich bin so schlecht im Autofahren. Glaubt mir wirklich, ich habe keinen Führerschein. Und dafür gibt es auch Gründe. Würde ich nämlich Gut, Max. Naja, wir dürfen hier... Oh, Moment mal. Was ich noch gar nicht... Oh, Moment. Jaha, nee, doch nicht. Aber auf der anderen Seite... Nee, leider auch hier nichts. Nee, weil würde ich wirklich Auto fahren, würde ich wirklich Auto fahren, mein Hochwürden, dann hätten wir so einige Unfälle mehr in der Straßenlandschaft von Deutschland, glaubt mir. Weil ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann mich nicht auf eine Sache leider Gottes konzentrieren. So, schalten wir doch dann erst einmal dieses dumme... Was? Ah, ich muss das dumme Ding also mit meinem Auto aus... Wagen ausschalten. Schießen, laufen und schön gegenfahren, knarren. Knallerbumm, Papeng. Weg mit den Windstürmen. Und für die Energietanks einsammeln. Und dieses Mal, wir probieren es zumindest an der einen besagten Stelle nach oben zu kommen. Und jetzt schießen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Ja, wir kriegen gleich nochmal einen Besuch von hinten. Und jetzt müssen wir das nur irgendwie... Nur irgendwie gut machen. Oh Gott. Ich bin wirklich zurück. Das ist eine Schandscheiße. Vielleicht sollte ich mal vorher... Ich kann Speed Turbo fahren, wenn ich will. Ich bin so ein blöder Spieler. Das gibt's gar nicht. Passt mal nämlich auf. Wir können nämlich... Naja, jetzt brauchen wir nur so eine Stelle. Im besten Falle, dass wir hier rüberkommen. Ja, ich kann mir Turbo geben. Ach Gott, es tut mir so leid, Kinder. Ja, guckt euch das doch mal an. Damit kommen wir doch gleich viel schöner, eleganter voran. Weg damit wieder einmal. So, und diesmal wird nicht gestorben. Das ist kein Versprechen, sondern ein Vorsatz. Lasst den Vorsatz des ersten neuen Jahres. Was? Okay, schnell weg hier. So, genau, das ist noch nicht die Stelle, sondern... Ach, gut, noch einmal zurück. Jetzt haben wir nämlich die Brücke erst aktiviert. Noch einmal zurück. Na Kinder, wie heiße ich? Zeitverschwendungsroyal! Er hat einen Knall! So eine Scheiße! Jeder andere Spieler auf diesem gottverfluchten... Ja, na klar, jeder andere Spieler auf diesem gottverfluchten Planeten hätte diese Stelle jetzt schon 35 Mal hintereinander locker absolviert. Ja, nein, auch hier noch ein Namen. Zurück geht es! Ihr könnt übrigens das Video vorspulen für die Leute, die keine Zeit haben wollen. Ich enthalte mich jeglichen Kommentars. Ach du peinliche Hundekacke. So, aber jetzt aber, ne? Wird das doch ein... Sag mal. Okay, einfach nur weg. Speed. Und Speed. Und nochmal. Und nein, ich bin zu früh abgesprungen. Ich bin so ein Dämlack. Ich bin der Dämlack aus Dämlackhausen. Ach, meine Kacke.
So, anstatt dass wir darüber lachen, können wir ja mal ein ernstes Thema ansprechen, dass es ziemlich peinlich ist, wenn man sowas macht und seine Zuschauer eigentlich eine dieselbe Stelle immer wieder sehen lässt. Weswegen andere Leute, die eventuell mehr drauf haben, die eventuell auch besser wissen, wie man Videos macht, ihre Videos an genau eben jener Stelle schneiden. Tja, lass es mich so formulieren. Ich gehöre nicht zu solchen Leuten, wie man unschwer, glaube ich, gerade merkt. Speed, Speed und... jetzt! Ja, ja! Was? Was? Okay. Komm, du willst mich doch verarschen. Es gibt hier wirklich nur ein Leben? Komm, nein. Hier gibt es noch viel mehr zu erleben als nur das Leben. Nein. Nein. Ein großes Nein. Ein gehörig großen Stinkezeigefinger meinerseits und ein großes Nein andererseits. Ah. So. Hey Kinder, wir haben das Leben aufgesammelt. Sind wir nicht cool? Yeah. Total. Ich. Entschuldigung. Ah. Moment. Hier können wir ja mit dem lieben Vehikel ja weiterfahren. Und dann eventuell... Oh. Ich meine, wir sterben zwar bei diesem Vorhaben, aber was wir auf jeden Fall einsammeln würden, wäre die Lebenserweiterung. Aber vorher hier weiter gucken. So, wie mache ich euch kaputt? Wir benutzen nochmal das Zahnrad des guten Willens. Okay, das Zahnrad des guten Willens macht was wir... Ich hätte mit einem Energietank gerechnet, aber nicht damit. Hallo, Dr. Wily. Lighty. Mega Man, betritt diese Kapsel. Diese Erweiterung wird deine... Main Drive? Mein Hauptprozessor? Nein, ganz... Oh, meine Beine. Diese Erweiterung wird deine Beine betreffen und verbessern. Mit dieser Erweiterung wirst du in der Lage sein, noch einmal zu dashen, während du dich in der Luft befindest. Bitte, geil. Ja, bitte. Ja. Benutze es weise, Mega Man X. Oh. Das ist das Sprung-Upgrade, von dem wir geredet haben, von dem ich persönlich geträumt habe. Es ist kein Doppelsprung in der Luft, aber es ist ein... Sieht das gut aus, oder? Passt auf. Oh mein Gott, ja. Kann ich denn... kann ich dashen und dashen? Nee, ich kann nicht dashen und dashen, aber ich kann springen und dashen. Das ist wunderbar. Ja, in der Luft hier geht's nicht noch einmal. Aber damit werden wir ja an Stellen kommen. Okay, an die Stelle nicht. Das ist viel zu weit entfernt. Das werden wir jetzt halt mit dem lieben Vehikel noch einmal probieren. Ja, ich weiß. Das haben wir eventuell schon mal gesehen. Was? Bitte was? Gut, wir werden es nicht mit dem Vehikel probieren, weil das Level sich gedacht hat. Nö, kein Bock mehr, Max. Weißt du, hast so viel Zeit verschwendet, jetzt machst du auch mal weiter. Jetzt machst du auch mal die Sachen zu Ende, die du dir gesagt hast. Gut, das Spiel Berlin hat übrigens, wie wir gerade herausgestellt haben. Schön. Na dann, geht's doch weiter, Spiel. Ganz wie das Spiel es will. Mein Wille wäre das jetzt nicht gewesen. Skorpioniponi, auf Wiedersehen. Und schon beim Ostrich landen wir. Oh, aber dadurch können wir... Moment, wo war das denn? In der Wheel Gator Stage gab es Sprünge, die wir nochmal machen wollten. Beim Magna Centipede. Aber wir müssen, glaube ich, sowieso nochmal in jedes Level zurückkehren und alles finden und in Empfang nehmen. Vorher allerdings mit der Mondlanderakete. Eventuell sitzen da Piloten drin, Mega Man. Du bist ein Menschenhelfer und Retter. Mega Man, ich weiß nicht, ob das gut war. Wir wollen es einfach nicht wissen. Wir wollen es auch nicht hinausschreien, dass es eventuell das Falsche war. Ostrich, tritt deinem Schöpfer gegenüber. Nämlich dem Blödstoff. So, wo haben wir denn den Blödstoff? Kommst du her? Dankeschön. Wow. So, damit möge das tragische Trauerspiel wieder beginnen. Ach, mein armer Ostri-Postri. So, er schießt aber auch wirklich sehr merkwürdig seine Sachen. Ich werde den am besten am Anfang immer erstmal ausweichen und ihm dann erst etwas reinzwirbeln, schadenstechnisch. Ja, das war gut. Rein schadenstechnisch, wollte ich sagen. So, aber wie wir sehen, Gott, ich habe ja noch ziemlich viele maximale Lebensupgrades zu finden. Das wird schön. So, Ostrich. Spannender Kampf. Ob er etwas anderes kann, werden wir jetzt hier leider nicht in Erfahrung bringen. Schnuppdiwupp. Und spring erneut. Yep. Und die letzte Runde
Osric, du hast noch eine Chance, verwunde uns. Ach Mensch. Es tut mir sehr leid, mein lieber Herr Gevatter Strauß. Dafür schmecken ihre Eier ganz schön graus. Wirklich, Straußeneier? Bah. Bah, bah, bah. Ich musste schon so einige kulinarische, ich sag mal in Anführungszeichen, Spezialitäten über mich ergehen lassen. Und eventuell zu eurer Info, Straußeneier schmecken zumindest in meinen Gaumen gar nicht mal so. Da gibt's Sachen, die eventuell besser schmecken, wie zum Beispiel so ein Fussel aus dem Bauchnabel. Und hier sehen wir die neuen schönen Beine von Mega Man. Sieht ein bisschen... Woran erinnert mich das? Ich hab's... Es liegt mir auf der Zunge. Wonach sieht das denn aus? Verdammt. Nach irgendetwas, was ich auf jeden Fall schon mal gesehen habe. So, wir werden eine ältere Stage nochmal besuchen. Nämlich vom lieben Alligator. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn nicht, dann gibt es jetzt originale Zeitverschwendung. Eventuell auch nicht, oder? Habe ich das? Ich glaube, ich sollte aus der Stage verschwinden und einfach direkt zum Magna Centipede gehen. So, hier. Oh, da wo ich dachte, dass es eventuell etwas gäbe. Nein, wir müssen... Ärgerlich, kleines, blödes Damenbrot. Nee, doch, hier gab es was. Moment. Ich erinnere mich. Wir sind richtig. Puwichtig, michtig. So, erstmal diese kleinen, blöden Nashorn-Antilopen wieder aus der Welt schaffen. Ey, ist ja auch ein Unding, dass die leben, so eine abartige Kreation. Da oben. Ich hatte es im Kopf, im richtigen Hunde... Ohohoho, die nächste Kapsel. Dr. Light. Mega Man erneut betritt diese Kapsel. Diese Erweiterung wird deinen X-Buster betreffen. Oh, wir kriegen die Waffenerweiterung vom Mega Man X-Teil schon bekannt. Mit ihr wirst du in der Lage sein, deine Energie in beiden Armen auf einmal aufzustauen. Dies erlaubt dir, deine Schusskraft zu verdoppeln oder jede andere Waffe aufzuladen. Dr. Light, deine Erfindung sind das Beste. Oh, Schönheit in Reinheit, in geile Armigkeit. Mega Man, bist du hübsch oder was? Das macht gerade das Spiel automatisch. Wow. Nein, hör mir auf, sieht das gut aus. So, jetzt bin ich am Steuer. Das möchte ich mir selber angucken. Moment. Habe ich den zweiten Schuss gerade selber nochmal abgefeuert? Kleinen Augenblick. Wie geil. Ich kann den in mir behalten. Für wie lange? Ich habe gerade den Schuss noch in mir aufgeladen und kann ihn freilassen, wann immer ich möchte. Jetzt zum Beispiel. Heilige, schöne, gute, schöne Entengrütze. Das ist so super. Das ist... Ach ja, Spiel. Ach, du tust mir gerade einen ganz, ganz großen Gefallen. Der kleine, dicke Max freut sich jetzt sehr. So, wir laden mal jede Waffe auf, die wir bisher haben. Was macht denn die kristalline Flüssigkeit? Kristalline Flüssigkeit macht... Okay, eine Verlangsamung der Umgebung leider auch mit Mega Man. Wie lange hält die vor? Okay, gut, gar nicht mal so lange, das ist gut. Gar nicht mal so schön. Eventuell nützlich für irgendwas, aber eventuell auch eher nicht. Dann haben wir das Wheelgator. Schöne Wheel. Unspektakulärer geht's nicht. Da finde ich das Zahnrad wesentlich besser. Das hätte die Sache sein können. Weil das geht am Boden entlang, das macht nochmal schöne Sachen. Naja, das ist ein bisschen langweilig, was wir gerade gesehen hatten. Oh, der Slicer, der an... Wie lange? Wow, ziemlich lange von allen Objekten abprallt, wird zur Attacke vom Ostrich. Wunderschön anzusehen. Dann haben wir einmal den Greif- und Fangarm. Der da wird zum eventuell großen Spielothekautomaten. Zum großen Greif- und Fangarm. Alles klar. Dann haben wir die, ach Gott, genau, Mine, die neu ist. Die magnetische Supermine. Die magnetische Supermine verwandelt sich in... Nicht im Ernst. Ein schwarzes Loch? What? Wenn man das mal vergleicht mit so den anderen Waffen hier. Ui, ich mach einmal Zufter, Schnuff, Taruff. Und ich hier so, oh, ich werd zum geilen schwarzen Loch. Das gefällt mir. Und dann haben wir bei der Flammenattacke... Warte, was war das? Okay, gut. Kleiner Augenblick. Machen wir damit... What?
Dadurch eröffnen sich uns gerade völlig neue Möglichkeiten. Wir gehen mal, das hatte ich jetzt nämlich im Kopf, perfekt, wir gehen mal in dieser Stage weiter, denn es gab noch etwas, was wir eventuell an uns nehmen können, nämlich das Lebensupgrade. Und das war ja vorher, ich sage mal, versperrt gewesen. Den Schild erstmal schön weggerümselt, bemselt. Es gab noch das Lebensupgrade hier, welches ich jetzt auf jeden Fall mein eigen nennen möchte. Das müssen wir jetzt nur nochmal suchen, an welcher Stelle das denn war. Ich meine, so weit ist es, glaube ich, nicht mehr weg und entfernt. Nein, hier gab es nur das, das und das. Jetzt treffen wir auf unseren guten Freund, den Mechorobo. Der Gute. Wir gehen mal leuchtend in die Rüstung. Ja, passiert leider rein gar nichts. So, weg damit, weg damit. Dann... Ja, oh, schön, schön, schön. Ich mag das sogar sehr, alte Level nochmal wieder zu besuchen. Ich finde, das ist eine schöne, schöne Möglichkeit im Spiel, dass man im Metroidvania-Style oder Castlevania oder Metroid-Style nochmal die alten Ebenen, ha, da wollte ich hin, sich noch einmal angucken kann. So, was ich jetzt machen möchte, ist einmal das in der Luft und danach dann die Flammenattacke, um rüberzukommen. Das heißt, beim Ostrich können wir das auch noch einsammeln. Na, das wird ja interessant. So, jetzt muss ich das gut machen. Na, mal gucken. Nein! Es war gut, Anführungszeichen, schlecht. Vielleicht hätte ich das genau andersrum machen sollen. Ach, Schande über mein dämliches Dreckshaupt. Das war schlecht gemacht. Und wir haben noch ein Leben. Ein Versuch oder kein Versuch, alles klar. Können wir denn am Anfang... Achso, Quatsch, falsche Waffe aufgeladen. Obwohl... Das würde mich interessieren. Kann ich die aufladen? Weil das würde mir jetzt steuerungstechnisch einiges ersparen. So, kann ich jetzt wechseln? Und das ist aufgeladen? Ne, ist es nicht. Alles klar. Was mich jetzt interessiert, wir laden das mal auf. Ah, natürlich muss hier ein Gegner sein, weißt du? So, weg mit dir. So, jetzt probieren wir es mal ohne Gegner an eben jener Stelle noch einmal. Okay, gut. So werde ich es also machen. Ich werde das in der Luft hier anwenden und danach dann mein Slide-Glide. Nein! Nein! Warum bin ich so schlecht? Wir haben null Leben. Ich glaube, wir lassen das mal an dieser Stelle. Wir haben, ja, damit ich nicht alles verliere, hören wir mal hiermit auf. Ich werde mir ein bisschen Leben erfarmen gehen. Ich weiß ehrlich gesagt noch überhaupt nicht wo. Ich weiß nicht, wo hier die beste Möglichkeit ist, sich Leben zu farmen. Erinnerungstechnisch, Erinnerungen, hilf mir auf die Sprünge, wo gab's Leben umsonst? An zwei Stellen im Spiel bisher. Ich weiß noch nicht mehr wo, leider. Nun gut, das werden wir dann wohl machen. Nicht jetzt natürlich, ich möchte euch nicht wieder zu Tode langweilen. Eventuell werde ich das in... Ich glaube, sowas hole ich dann ganz kurz nur privat nach. Auf jeden Fall, an der Stelle den Lebenstank bekommen wir. Das ist ein Unterfangen, was ich auf mich nehmen möchte und will. Und das heißt, beim nächsten Mal sehen wir uns mitten... Ich sammle nur zwei oder drei Leben. Beim nächsten Mal mit zwei oder drei Leben geht es dann erstmal weiter. Die Geheimnisse können wir noch danach suchen. Beim Magna... beim morphigen Morphmod. Und danach bei der bubbelnden Bubble Crab. Bis dahin, euer Funk Royal. Over Entomatico Auto. Kruschel, 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 kruschel.